Hi, ich freue mich, dass du auf meinem Kanal bist. Ich zeige dir in diesem Video, wie man so eine Kordel herstellt. Ihr benötigt die Strickliesel, Wolle, eine Stricknadel oder wie hier eine Häkelnadel und eine Vernähnadel. Falls ihr keine passende habt, klappt es mit ein wenig Fummelei auch ohne. Wir starten damit, dass wir den Faden von oben nach unten durch die Strickliesel führen. Ich benutze hierfür die Nadel als Hilfe. Das Fadenende sollte dabei ungefähr 10 cm rausschauen. Halte nun die Strickliesel und den unteren Faden mit der linken Hand fest. Mit der anderen Hand führst du die Wolle um ein Häkchen herum. Wir führen die Wolle weiter zu Häkchen Nummer 2 und umwickeln diesen. Und weiter zum nächsten Häkchen und zu Häkchen Nummer 4. Von da aus geht es wieder zurück zu Häkchen Nummer 1. Du positionierst den Faden so, dass er über dem ersten Faden verläuft. Und wickelst den Faden zweimal um den linken Zeigefinger herum. Falls dir der Faden zu locker sitzt, kannst du ihn auch gerne dreimal um den Zeigefinger wickeln wie ich. Halte außerdem mit der linken Hand die Strickliesel fest und den unteren Faden, zum Beispiel mit dem kleinen Finger. Nun brauchst du deine Strick- oder Häkelnadel. Du erfasst nun mit deiner Nadel den unteren Faden und hebst ihn über den anderen Faden und das Häkchen nach oben. So soll das Ganze nun aussehen. Der Faden, der vorher unten lag, ist nun quasi auf der Innenseite und der Faden, der oberhalb lag, liegt nach wie vor auf derselben Position. Ihr müsst aufpassen, dass der obere Faden nicht auch über das Häkchen rutscht. Ihr könnt das Ganze stramm ziehen, indem ihr an dem unteren Faden nochmal zieht. Der Faden wird im Uhrzeigersinn zum nächsten Häkchen geführt und liegt oberhalb des ersten Fadens. Die Schritte werden jetzt nur noch wiederholt. Der untere Faden wird über das Häkchen nach oben geführt und der andere Faden bleibt auf seiner Position. Der Faden wird immer im Uhrzeigersinn zum nächsten Häkchen geführt, in dem die Strickliesel gedreht wird. Zwischendurch könnt ihr immer wieder den unteren Faden, der aus der Strickliesel herausschaut, nach unten ziehen. So wird das Ganze stramm gezogen. Das Ganze macht ihr so lange weiter, bis ihr die gewünschte Länge von der Kordel erreicht habt. Sobald ihr fertig seid, schneidet ihr den oberen Faden mit etwas Puffer von ca. 10 cm ab und fädelt das Ende in eine Nadel. Die Nadel wird dann um alle vier Fadenschlaufen, die um die Häkchen herumgewickelt sind, hineingeführt. Wenn das geschafft ist, können dann alle vier Fadenschlaufen von den Häkchen entfernt werden. Indem du nun am Faden ziehst, werden alle Schlaufen schön zugezogen. Die Kordel kann aus der Strickliesel genommen werden und zuletzt werden die Fadenenden vernäht.
Hierfür ziehst du das Fadenende mit Hilfe der Vernähnadel durch die Kordel durch. Und damit ist die Kordel auch fertig. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen und beim Stricken mit der Strickbliese und hoffe, euch hat das Video gefallen.